Hallo, hier ist wieder euer Aquarianer. Und nachdem wir im letzten Video ja gesehen haben, wie augenscheinlich ruiniert mein Aquarium ist, möchten wir doch dieses Mal etwas näher darauf eingehen, was ich weiter tun werde. Außerdem auch schon zur Tat schreiten. Also bleibt doch dran, denn das wird sicher spannend. Wenn wir jetzt sehen werden, wie ich hier einen zweiten Filter zur Steigerung der Filterleistung installieren werde. Zunächst einmal können wir hier beobachten, dass die Schnecken immer noch hier putzmunter sind, was auch darauf schließen lässt, dass hier noch nicht Hopfen und Malz verloren sind. Allerdings muss ich sagen, auch meine Miniteiche fangen zum Teil im Herbst und Winter noch etwas an zu riechen, was nicht direkt den kompletten Tod des Ökosystems zur Folge hat, denn dort unter solchen Bedingungen kommen dann die neuen Bewohner und verbreiten sich, wie beispielsweise die Unterwasserasseln, die wir auch hier, also ich schon hier beobachten konnte. Die nämlich jetzt ans Werk gehen, um aus dieser trüben Brühe wieder sauberes Wasser zu generieren, indem sie die Schwebpartikel und Bakterien langsam auffressen werden. Und um das auch zu begünstigen, möchte ich etwas Strömung nun erzeugen in meinem Aquarium mit meinem zweiten Filter, nachdem hier ja schon einer vorhanden ist. Prinzipiell habe ich hier jetzt Kapazität für insgesamt zwei Filter und eine Lampe, da meine Mehrfachsteckdose drei Anschlüsse hat. Und ich habe hier einen ziemlich identischen zu dem, der sich hier schon befindet, den ihr aber nicht erkennen könnt, weil das Wasser zu trüb ist. Und mal wieder meine Sache auspacken der verschiedenen Komponenten. Und aufpassen, dass hier auch alles ordentlich zusammengebaut wird. Wir können uns einmal anschauen, wie man einen Filter zusammenbaut. Und zwar haben wir hier den Filter an sich, beziehungsweise die Pumpe, denn das ist eine Filterpumpe, die wir dann hier hereinsetzen können. Auf die vorhergesehene Art und Weise. Dann haben wir hier diese Behältnisse mit dem Filtersubstrat, das dazu dient, dass sich dort die Filterbakterien anreichern können und so das Wasser beim Durchlaufen immer schön sauber bleibt. Die aber in diesem Falle mir, denke ich mal, nur sekundär dienen. Ich möchte eigentlich nur eine ausreichende Wasserzirkulation gewährleisten, um die Sauerstoffversorgung im Aquarium etwas anzukurbeln. Denn etwas Strömung kann im Aquarium auch zuträglich sein, wenn euer Wasser zum Beispiel zu CO2 belastet ist. Eine Vermutung eines Zuschauers war eben halt, dass die Mooskugeln hier in der Dunkelheit Sauerstoff verbraucht haben und CO2 freigesetzt haben und dadurch eben, dass hier das Wasser gekippt ist. Und etwas Zirkulation könnte eben helfen, um durch die Umgebungsluft Sauerstoff in das Wasser zu bekommen. Ich denke, nun platziere ich den einfach einmal hier mitten an meiner Scheibe und hoffe, dass der hier funktionieren wird. Er hält auf jeden Fall schon mal. Und jetzt kommt der große Moment des Einschaltens. Immer schön aufpassen, nicht mit nassen Händen an der Elektrik rumfummeln, denn ansonsten könnte es einen Kurzschluss geben und im schlimmsten Fall explodiert ihr oder euer Haus. Und das wäre doch nicht wünschenswert. Und schon können wir beobachten, es entsteht neue Zirkulation des Wassers, während der Filter jetzt hier seine Dienste tut. Und zwar ziemlich starke Strömung. Vielleicht ist er auch schon zum Teil verstopft. Hoffen wir mal, dass er nicht explodieren wird. Denn wie wir sehen, gibt er doch eher stoßweise das Wasser ab. Ich kann erwähnen, es handelt sich hierbei wohl um die Restluft, die noch im nicht komplett vollgesogenen Filter war, die eben diese Stöße verursacht hat, also nichts Bedenkliches. Und nun schiebe ich das Ganze noch an das andere Ende meines Aquariums, da ich feststellen kann, aus dieser Öffnung hier oben strömt das Wasser heraus. Und so entsteht eben mit der da hinten, die man jetzt nicht sehen kann, weil die ebenfalls in diese Richtung strömt, eine Art Kreislauf. Hier oben können wir es vielleicht sogar beobachten. Ich möchte nicht behaupten, es könnte schon ein Strudel sein, aber wenn ich noch ein paar mehr hinzufüge, haben wir vielleicht ein Strudel. Also, jetzt wird das Ganze hier mal schön durchmischt, um Sauerstoff hinzuzugeben. Und außerdem, damit vielleicht auch die Filterbakterien etwas von dem Material herausfiltern. Aber ich bin zuversichtlich, die neuen Bewohner wie die Asseln werden sich darum kümmern, während die alten Bewohner wie meine Krebse sicherlich hier unbeschadet noch definitiv herauskommen werden. Nun können wir noch mal beobachten, wie hier das ein oder andere durch die Strömung vorbeigeströmt wird. Neben den Schnecken und auch einigen Bachkrebsen bzw. Asseln kann ich hier auch winzige Minikrebse beobachten, die anders als die
Bachflöhe, nämlich die Bachflohkrebse, diese winzigen kleinen Punkte sind, die herumzucken. Nur dass ich an der Stelle unmissverständlich bin. Soweit ich das verstanden habe, sind nämlich die Bachflöhe das Winzige und die Bachflohkrebse sind das, was dann etwas größer ist und so gekräuselt und fast asselartig aussieht. Aber an der Stelle könnt ihr mich korrigieren. Wie bei Nitrit oder Nitrat ist das leicht zu verwechseln. Auf alle Fälle denke ich, die Strömung hier würde ich jetzt noch etwas anlassen, damit wir am Ende doch vielleicht einen Zugewinn haben an Wasserqualität. Und ich denke, das wird dann schon irgendwann aufhören zu stinken. Vielleicht gebe ich noch einige Wasserpflanzen hinzu, die das begünstigen, wie zum Beispiel Wasserpest, die wohl auch robust und wasserreinigend wirken kann. Und die Beleuchtung lasse ich dann an der Stelle nämlich auch etwas länger an. Wobei das Problem der Beleuchtung natürlich ist, die Beleuchtung kann das Algenwachstum wieder begünstigen. Wobei jetzt natürlich, glaube ich, weniger Algen vorhanden sind, die allerdings jetzt irgendwie gelöst in dem Wasser. So genau bin ich noch nicht dem Geheimnis auf der Spur gekommen, was hier den Gestank verursacht. Aber ich muss sagen, das riecht wie diese Bakterienpräparate, die man sich in sein Aquarium gibt, um ein mikrobiologisch korrektes Klima aufrechtzuerhalten. Also es ist wahrscheinlich nicht komplett toxisch, aber wohl eher etwas ungünstig, wenn das Aquarium so stinkt. Und ich hoffe, das wird sich hier noch in nächster Zeit geben. Und ich würde vielleicht niemandem mehr meine Hand geben, jetzt, nachdem ich das hier installiert habe. Und damit will ich mich auch schon wieder für dieses Video von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, würde ich mich ja selber einen Daumen nach oben freuen. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr noch für Tipps für mich habt an dieser Stelle, neben einem Wasserwechsel, den ich hier noch einleiten werde. Ich habe extra meinen Schlauch hier schon da, wenn alle Stricke reißen, dann werde ich an einem Ende saugen und das andere dann. Vielleicht habt ihr es ja auch schon in einem meiner ersten Videos gesehen, es ist die klassische Methode. Wir werden mal sehen, ob das hier wieder von selbst klar wird oder ob ich doch Hand anlegen muss in einem der nächsten Videos. Also lohnt es sich auf jeden Fall zu abonnieren. Und wenn ihr mich schon abonniert habt, solltet ihr nicht vergessen, die Glocke zu läuten. Klingeling, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und damit sage ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Aquarianer.